Präsident, sehr geehrte Mitglieder auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Einleitend möchte ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken und auch für die immer wieder Anerkennung der Arbeit des Rechnungshofes. Diese Wertschätzung, die Sie damit zum Ausdruck gebracht haben, gebe ich sehr gerne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungshofes weiter, weil sie gerade durch ihr Engagement, durch ihre Freude an der Arbeit und auch die Qualität ihrer Leistungen Ihnen auch die Informationen liefern, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Also eine Tätigkeit, die sehr wichtig ist, nämlich nicht nur für das Parlament, sondern insbesondere auch, wenn es darum geht, die Transparenz und Rechenschaftspflicht für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Diese hohe Reputation des Rechnungshofes, die auch heute im Rahmen der Debatte zum Ausdruck gekommen ist, hat in den letzten Jahren auch zur Ausweitung der Kompetenzen des Rechnungshofes, aber auch zur Ausweitung der Aufgaben des Rechnungshofes geführt. Ich danke Ihnen ausdrücklich für dieses Vertrauen, das Sie in die Arbeit des Rechnungshofes damit zum Ausdruck gebracht haben. So haben Sie mit 01.01.2011 die Möglichkeit gegeben, dass der Rechnungshof in Zukunft auch Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern prüfen kann. Der Rechnungshof kommt dieser Aufgabe nach. Mehr als ein Drittel dieser zusätzlichen Gemeinden wurden bereits geprüft bzw. werden geprüft. Die Gutachterrolle des Rechnungshofes nach dem Stabilitätspakt 2011 und 2012 wurde ausgeweitet. Gemäß Stabilitätspakt 2011 hat der Rechnungshof bei mutmaßlich unzulässiger Verschlechterung der vereinbarten Stabilitätsziele festzustellen, ob und in welcher Höhe die vereinbarten Stabilitätsziele bzw. Beiträge verfehlt worden sind und ob auch die Haftungsgrenzen überschritten worden sind. Darüber hinaus hat der Rechnungshof gemäß dem Stabilitätspakt 2012 auch festzustellen, wenn ein Sanktionsrecht der relevanter Sachverhalt vorliegend ist, nämlich die Maastricht-Zahlen, die strukturellen Haushaltszahlen, das Ausgabenwachstum, die Schuldenrückstände, die Haftungsrückstände und allfällige sonstige Eventualverbindlichkeiten, die er dabei auch zu beurteilen hat. Sie haben den Rechnungshof auf weitere Prüfungsaufgaben und darüber hinaus auch eine Fülle von Verwaltungsaufgaben übertragen. Nach dem Medientransparenzgesetz hat der Rechnungshof der Comm Austria halbjährlich eine Liste seiner unterliegenden Rechtsträger, mehr als 5.000 an der Zahl, nämlich Namen, Adressen, vertretungsbefugte Organe zu übermitteln. Ein hoher Aktualisierungsaufwand, allein 2012 wurden dafür 685 Prüfertage aufgewendet. Das heißt Ressourcen, die für 11 Follow-up-Überprüfungen dadurch gefehlt haben. Sie haben uns Aufgaben nach dem Parteiengesetz übertragen, in die Blickrichtung Rechenschaftsberichte und Prüfungsvermerke entgegenzunehmen, zu kontrollieren und zu veröffentlichen, Wirtschaftsprüfer zu bestellen, Valorisierung der Parteienförderung kundzumachen, Rechtsgeschäfte der Prüfzuständigkeit unterliegenden Rechtsträger mit parteinahen Unternehmungen zu erheben und zu veröffentlichen, unzulässige Spenden entgegenzunehmen, zu verwahren, den Tätigkeitsbericht zu veröffentlichen, im Fall vermuteter Verstöße gegen Rechenschaftspflicht, Spendenverbote, diese an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Im Zusammenhang mit der ab 01.01.2013 in Kraft getretenen Haushaltsreform sind ebenfalls eine Fülle von Mehraufgaben für den Rechnungshof verbunden. Die neue Rechnungslegungsverordnung umfasst natürlich auch umfassende Prüfungsaufgaben. Die Eröffnungsbilanz 2013, die auch vom Rechnungshof zu prüfen, zu testieren ist, durch § 117 Bundeshaushaltsgesetz, dass der Rechnungshof ab dem Jahr 2013 neben der Finanzierungsrechnung in Zukunft auch die Vermögens- und Ergebnisrechnung zu prüfen hat, und durch § 9 der Verordnung über die Angaben zur Wirkungsorientierung, wonach der Rechnungshof dem Bundesvoranschlagsentwurf Auszüge aus Empfehlungen aus Berichten anzufügen hat. Zudem haben die Prüferinnen und Prüfer in Zukunft auch neue Herausforderungen zu bewältigen bei der Wirkungsorientierung, verstärkte Berücksichtigung von Wirkungsindikatoren und gleichzeitig auch Wirkungszielen. Bei der Gleichstellung der Geschlechter, was auch angesprochen ist, durch eine systematische Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Fragen. Bei der verstärkten Berücksichtigung der Haushaltsreform, bei den Aspekten der Korruptionsprävention. Nicht zuletzt sind auch im Zuge der Neuordnung der wirtschafts-, fiskal- und finanzpolitischen Architektur Europas mit der Verlagerung der Kompetenzen auch auf die EU-Ebene zu rechnen, beziehungsweise ist bereits erfolgt, zum Beispiel bei der Aufstellung der nationalen Haushaltspläne, bei ausgeglichenen Haushalten, bei vorschriftsgemäßen Verschuldenquote, wodurch auch verstärkte Kontrollen und gleichzeitig auch Sanktionierungsherausforderungen damit verbunden sind. Dies erfordert neue Steuerungs- und Überwachungsmaßnahmen, die sowohl für die Rechnungshöfe als auch die nationalen Parlamente vor neue grundlegende Herausforderungen stellt. Auch die neue EU-Haushaltsordnung verstärkt die Prüf- und Kontrollpflichten der Mitgliedstaaten und damit auch der Rechnungshöfe durch die notwendige Vorlage jährlicher Zusammenfassung der endgültigen Prüfberichte und auch den Prüfungsvermerk eines unabhängigen Prüfers, sowie durch die Abgabe einer nationalen Verwaltungserklärung gleichzeitig auch das Erfordernis der Abgabe auch des Prüfungsvermerkes eines unabhängigen Prüfers. Aufgrund der dargestellten neuen Aufgaben und Kompetenzen
stellt sich daher zwingend die Frage, werden mit dem von Ihnen nun zur Beschlussfassung vorgelegten Budget 2013 dem Rechnungshof jene Mittel zur Verfügung gestellt, damit er in Zukunft diese neuen Aufgaben und Herausforderungen zusätzlich zu den bereits bestehenden umfangreichen Kernaufgaben in Zukunft bewältigen kann. Wenn das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 und das Bundesfinanzgesetz 2013 unter Gliederung 6 Rechnungshof anschaut, muss man diese Frage eindeutig mit Nein beantworten. Denn ab dem Budget 2013 müssen alle Ressorts, so auch der Rechnungshof, die Dienstgeberbeiträge auch für Beamte aus einem eigenen Budget tragen. Aufgrund des verfassungsrechtlich bedingten hohen Privatisierungsanteils im Rechnungshof trifft diese Umstellung den Rechnungshof in außerordentlichem Ausmaß. Dass sich daraus ergebende Mehrbelastung für den Rechnungshof allein im Jahr 2013 beträgt 2.162.000 Euro. Für die Bundesfinanzrahmengesetzperiode bis 2016 summiert sich die zusätzliche finanzielle Belastung aus den Dienstgeberbeiträgen auf 9,4 Millionen Euro. Von den 9,4 Millionen Euro Mehraufwand werden laut geltendem Bundesfinanzrahmengesetz nur 1,7 Millionen Euro bedeckt. Der offene Rest von 7,6 Millionen Euro wäre durch Einsparungen des Rechnungshofes zu bedecken. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist nicht möglich, denn der Rechnungshof war schon bisher äußerst sparsam mit seinen Budgetmitteln. So sind die Ausgaben des Rechnungshofes seit dem Jahr 2001 bis 2012 in weitaus geringeren Ausmaß gestiegen als bei allen anderen Organen. Allein 2012 musste der Rechnungshof nach dem Medientransparenzgesetz erhebliche zusätzliche Nichtprüfungsausgaben eben bewältigen. Ich habe das bereits ausgeführt. Die logische Konsequenz daher der budgetären Beschränkungen bei gleichzeitiger Ausweitung der Sonderaufgaben ist daher eine Reduktion der Kernaufgabe des Rechnungshofes, nämlich Prüfen. Eine Reduktion der Kernaufgaben ist deshalb notwendig, weil der Rechnungshof trotz zusätzlicher Aufgaben, trotz zu bedeckender Bezugserhöhungen der jährlich zu tragenden Struktureffekte und trotz der finanzierenden Preissteigerungen beim Sachaufwand in den nächsten Jahren weniger Budget zur Verfügung hat als selbst im Jahr 2012. Das Rechnungshofbudget besteht aber vor allem aus dem Personalaufwand und die Einsparungsmöglichkeiten im Bereich des Sachaufwandes sind ja äußerst marginal. Um die Budgetvorgaben daher erreichen zu können, muss der Personalstand folglich auch unserer Leistungen abgesenkt werden. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass die Reputation und die hervorragende Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rechnungshof auch die entsprechenden Interessen anderer Institutionen geweckt hat. Rechnungshof-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind äußerst gefragt. Allein im letzten Jahr wechselten zwei Mitarbeiter des Rechnungshofes in den Budgetdienst des Parlaments. Ein Mitarbeiter wurde zum Direktor des Landesrechnungshofes Oberösterreich bestellt, ein Mitarbeiter zum Direktor des Stadtrechnungshofes in Graz und ein Mitarbeiter zum Leiter der Steuerfahndung im Bundesministerium für Finanzen. Ich freue mich über die Karrieren der Mitarbeiterinnen, bin stolz auf ihre Leistungen und möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit auch alles Gute zu Ihren neuen Aufgaben wünschen. Gleichzeitig vergrößern aber diese Entwicklungen auch die Personalengpässe im Rechnungshof. Tatsache ist, die dargestellte Lücke im Rechnungshofbudget kann selbst aus der aufgrund des äußerst restriktiven Budgetvollzugs der letzten Jahre angesparten Rücklage des Rechnungshofes nicht bedeckt werden. Bereits im Jahr 2013 wird der Rechnungshof 682.000 Euro aus seiner Rücklage entnehmen müssen, um seine verfassungsmäßigen Aufgaben in Ihrem Sinne, meine sehr geehrten Abgeordneten, wahrnehmen zu können. Es ist daher meine Verantwortung, Ihnen die Zahlen und Fakten, die damit verbundenen Konsequenzen eben darzulegen. Ich kann Ihnen versichern, dass der Rechnungshof aber so wie bisher höchstes Augenmerk darauf legen wird, Ihnen die bewährte Qualität bei der Wahrnehmung Ihrer Kontrollaufgaben auch tatsächlich zu liefern. Der Umfang der durchgeführten Prüfungen und die Wahrnehmung der Beratungsaufgaben ist abhängig von dem zur Verfügung stehenden Budget. Die letzten 250 Jahre des Rechnungshofes und die Entwicklungen der letzten Monate haben gezeigt, Kontrolle zahlt sich aus. Wir alle sollten uns daher bewusst sein, dass Parlamente umso stärker sind, je stärker auch ihre Kontrolleinrichtungen sind. Beide stehen in einer Wechselbeziehung und sind unverzichtbare Partner für das Funktionieren der Demokratie. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.